Herzlich willkommen und hallo in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und habe für euch heute einen Dip, eine Soße, die eigentlich klassischer nicht sein könnte. Es ist eine fruchtige Currysoße, passend zum Raclette, zu Fondue, natürlich auch zu gegrilltem. Also wirklich so ein absolutes universelles Spezifikum, was den Dip anbelangt. Darf wirklich in keiner Dip-Sammlung fehlen. Ist auch sehr, sehr einfach zuzubereiten. Ich habe euch das hier schon mal aufgestellt. Wir brauchen eine gelbe Peperonischote, eine halbe Zwiebel. Dann habe ich hier eine Mango, die gibt dem Ganzen das Fruchtige. 200 Gramm saure Sahne und 50 Gramm Mayonnaise. Zubereitet wie immer wirklich problemlos in unserem Wunderkessel. Die gelbe Peperoni, die habe ich schon mal entkernt, weil sonst wird es wirklich zu scharf. 5 Sekunden auf Stufe 7, sehr kleiner. Danach kommen Zwiebel und Mango dazu. Gerade Peperoni, das dünstet gerade hier aus. Das ist der scharfe Peperoni-Dunst, der hier rauskommt schon. Die müssen wir aber ein bisschen nach unten schieben, weil die sich oben im Kessel festgesetzt hat. Also wie gesagt, Zwiebel rein und die Mango dazu. Das Ganze dann 5 Sekunden, Stufe 5 verkleinern. Und die restlichen Zutaten hinzufügen. Das ist eigentlich schon fast alles, als das wir da haben. Ich muss nochmal nach unten. Da haben wir jetzt so ein schönes Mango-Püree hier drin. Ich zeige euch das mal, so sieht es dann aus, ne? Dass das nicht zu matschig ist, deswegen auf Stufe 5, aber püriert wird jetzt trotzdem. Unsere saure Sahne rein, 200 Gramm, 50 Gramm Mayonnaise und ein paar Gewürze. Gar nicht so viel, wir haben einmal Paprika rosenscharf, da nehme ich einen halben Esslöffel von und Currypulver natürlich. Wenn ihr mögt, könnt ihr das Ganze natürlich auch noch etwas mehr würzen mit anderen Dingen. Da könnt ihr sehr viel experimentieren. Also ich mache jetzt so einen gehäuften Teelöffel. Oh, ein bisschen mehr kann man schon noch machen. Currypulver rein. Was ich mir auch noch gut vorstellen kann, ist, dass man vielleicht ein bisschen, weiß nicht, Piment, Cayennepfeffer. Cayennepfeffer passt mit Sicherheit sehr gut. Da muss man allerdings aufpassen, der wird sehr schnell dann überdosiert und dann wird es zu scharf. Ein bisschen Pfeffer. Gerade so zwei, dreimal mit der Mühle und etwas Salz. Und dann pürieren wir das Ganze 20 Sekunden auf Stufe 8. So, aus die Maus. Ich habe es gesagt, es ist absolut kein Stress, keine Arbeit. Und unsere Currysoße ist fertig und die sieht genauso aus, wie sie aussehen muss. Also ich stelle mir das wirklich jetzt gerade für Fondue, was ja auch an Silvester sehr beliebt ist oder auch sonst unterm Jahr auch gerne gegessen wird, für Gegrilltes. Muss ich mir nur einen anderen Löffel suchen. Da war jetzt das Currypulver dran. Super. Das ist eine mega Grillsoße. Auf jeden Fall. Hält sich auch ein paar Tage, so zwei, drei Tage durchaus im Kühlschrank. Aber wenn ihr die mit auf eine Grillparty nehmt, macht euch keine Sorgen. Nehmt ihr wahrscheinlich nicht mehr viel mit von zurück. Kann ich empfehlen. Ist auf jeden Fall von mir einen Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft auch ihr gerne einen Daumen nach oben klicken. Einfach das Video liken und für mehr spannende und leckere und vor allen Dingen auch kreative Rezepte aus dem Wunderkesselforum. Abonniert einfach hier unseren Kanal. Hier gibt es jede Woche die besten Rezepte aus unserem Forum. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Guten Appetit und ciao.